Hallo, grüß euch. Wir machen heute wieder mal so ein bisschen eine Restelverwertung. Und zwar habe ich noch gehabt, wir machen einen Grenadiermarsch, heißt das. Ich habe da Butterschmalz in der Pfanne, dann habe ich gekochte Kartoffeln gehabt. Die Nudeln habe ich gemacht und gekocht. Das habe ich selber gemacht, das könnt ihr auch Spiralen nehmen oder Schneckerl heißen die kleinen, glaube ich. Ich habe sie selber gemacht und habe sie auch gekocht. Und dann könnt ihr nehmen als Wurstreste, Fleischreste, vielleicht ist auch vom Grillen irgendwas übrig geblieben. Oder ich habe ein Ding gehabt, eine Suppe gemacht und hab's, oder habe ein Tafelspitz, ein Rindfleisch, alles einfach schneiden und das geht alles rein. Und dann Zwiebel. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr es wollt. Ich mache einen Salat dazu und wir mögen ganz gern Spiegelei drauf. Das ist eigentlich fast wie ein Gröstl. Nur sind beim Gröstl nicht Nudel und Kartoffel, sondern nur Kartoffel. Das ist der Unterschied. Und das, der Grenadiermarsch, das ist eigentlich früher gang und gäbe gewesen, wenn heute Restl übrig geblieben sind. Dann hat man die Nudeln im Kühlschrank dabei tun und die Kartoffel, was übrig geblieben sind, und dann hat man das zusammen gemacht. Ich fange jetzt an mit die Wurst resteln. Ich habe da ein bisschen einen Schinken und eine Wurst noch gehabt, das habe ich alles zusammengeschnitten. Das werden wir jetzt gerade ein bisschen anrösten. Dann tun wir gleich einmal die Zwiebel dazu. Nicht zu früh, weil sonst wird die Zwiebel zu kaum. Ich habe jetzt die Zwiebel nicht klein geschnitten, sondern ich habe die Zwiebel halbiert und habe sie so angeschnitten. Ich mag es jetzt nicht so, wenn es alles so ganz fein ist. Es ist so ein bisschen Bauernkost und das kann man ruhig ein bisschen grober machen. Das kriegt man ja in einem Sternenlokal hin. Aber das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen es ja einfach machen. Zwiebel dazu. Ganz ein einfaches Essen und ist wirklich, man muss nichts wegschmeißen. Ich nehme auch nachher die Nudeln, die was noch übrig sind, die nehme ich dann für irgendwas anderes her. Da finde ich immer irgendwas, es wird nichts weggeschmissen. Dann tun wir die Nudeln dazu. Nicht alle tue ich dazu, weil das ist dann zu viel. Bitte gekochte, gell? Lassen wir das ein bisschen. Ich tue jetzt da am Pfeffer dazu. Salz tue ich ein bisschen auch dazu wegen die Kartoffeln, weil die sind ja noch nicht gesalzen. Die Nudeln sind ja gesalzen. Nicht bei mir, wenn ich Salz. Es ist das ganze feine Salz. Deshalb schaut das Salz ein bisschen viel aus. So, jetzt lasse ich es in Ruhe, lasse ein bisschen anpacken, also ein bisschen anbraten. Und das ist eigentlich alles gewesen. Und dann drehe ich es einmal um, wenn es ein bisschen freundlich ist, dann ist es eigentlich fertig. Wie gesagt, ich stelle jetzt Pfannen auf und mache ein Spiegelei dazu. Muss nicht, wer es nicht will, aber wie gesagt, es ist dann halt nicht so. Es ist halt dann ein bisschen saftiger, sagen wir so. Jetzt die Nudeln sind schon ein bisschen freundlich. So, das war jetzt ein kurzes Video. Weil es ja auch ein schnelles Essen ist, außer die Vorbereitungen, aber es ist ja ein Restl-Essen. Ich habe ja nur die Nudeln festgemacht, die Kartoffeln habe ich ja gehabt, gell?
Ich sage wieder einmal, ich mache noch ein Foto. Sag es euch, ich tue ein bisschen Gräse drüber. Heute, weil ich nicht glaube, habe ich keinen mehr. Der muss erst wieder nachwachsen, jetzt für die Gräse, weil die habe ich auch frisch gemacht. Und dann mache ich ein Foto. Und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viertag, macht es noch. Geht ratzfatz.